So, morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Bei mir wird der Shop aber jetzt ein bisschen anders werden, nämlich immer ein bisschen kürzer. Ich gehe nicht mehr jedes einzelne Item ein. Also nicht so wie früher. Es kommt auch immer drauf an, wie ich morgens wach werde wegen der Arbeit. Und deshalb gehen wir auch direkt mal rein. Aber hier müssen wir natürlich sofort rein, denn es gibt einen neuen Skin. Ach, da sage ich ganz ehrlich, ist natürlich wieder reine Geschmackssache. Also, mein Geschmack ist es halt definitiv nicht. Ich hoffe, die meisten werden verstehen, weil ich denke mal nicht, dass das eine Kuh darstellen soll, sondern eher diese Hautkrankheit. Und da auch keinen Spaß drüber machen, weil ich glaube, so will es keiner haben. Weil es sind halt einfach komplette Pigmentstörungen. Also aus dem Grund zeichnet nicht jetzt irgendein, bei dir gibt es einen Skin im Shop, wenn ihr irgendeinen kennt, der genau so Flecken hat. Also denkt ein bisschen nach, bevor ihr redet. Ich würde sagen, gehen wir ganz schnell weiter. Dann haben wir noch eine Rollstuhlstimmung dabei. Ist natürlich wieder mit Copyright-Musik. Immer Copyright. Eieiei. Und dann Heidi auch neu. Ein neues Skin. Der hier ist nur ein neues Stil. Lol. Das hier ist der neue Skin. Kein Seton. Keine Ahnung mehr vom Top. Also okay. Hier nochmal. Ah ja. Mach ich denn nochmal Arme an die Jacke? Na gut. Muss jeder da wissen. Dann das schwebende Item. Man kennt es. Blau. Das ist nice. Ja, so, das hatten wir schon. Dann haben wir noch drin, die Papiergeschichte wieder. Und dann der Schneid. Ach, der war 700 Tage nicht drin. Ich hab ihn. Okay. War nicht recht. Ach, das war einer meiner ersten Skins, die ich gekauft habe, glaube ich. Und so, dann natürlich die Emote. Alle für euch wieder hochgeladen. Ist der. Dann denkt dran, wenn ihr den Monarch haben wollt, hier ist es. Jetzt könnt ihr den auch komplett in Gold freischalten. Auch das habe ich euch hochgeladen. Dann hier die ganze Marshmallow-Kacke, sagt jetzt einfach mal immer noch drin. Denkt dran, holt euch hier die 4 Items ab. Dann Spider-Man, ja, ich hab mir das Paket dann doch geholt für 800 V-Bucks. Dann, ja, immer noch alles bekannt. Dann Pakete, ja gut, ich habe schon gemerkt, wenn ich ein Paket gekauft habe, wird es mir nicht mehr angezeigt, außer Fortnite Free, das wird natürlich schon angezeigt. Aber ich glaube, das Fisch-Paket ist auch wieder da, habe ich mich bei irgendjemand anderem gesehen. Und das wird mir natürlich nicht angezeigt, weil ich es schon habe. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich euch dann das Paket nicht zeigen kann. Aber in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag. Und denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, dann YT, Family. In dem Sinne bin ich raus und haut rein.